einige Besucher spenden für die Touren, nachdem sie mit der Hochbahn gefahren sind. Je höher die Bewertung ihrer Touren ausfällt, desto mehr werden sie an Spenden für die Touren einnehmen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Spenden anzeigen, um die Einnahmen aus Spenden für die Touren anzusehen. Übrigens, hier kommt der erste Besucher, der mit der Bahn fahren möchte. Bis jetzt haben die Besucher noch nicht sehr viel gespendet. Kein Wunder, ist ja noch keiner gefahren. Vielleicht sollten Sie die Tour durch das Hinzufügen einiger Tourobjekte aufregender gestalten. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Klicke auf die Schaltfläche Anlage. Durch das Platzieren von Tourobjekten können Sie die Bewertung von Touren erhöhen und so die Spenden steigern. Klicken Sie auf die Registrierkarte Unterstützungsobjekte, um Tourobjekte zu platzieren. Ah, letztes Mal war das Objekt da. Ah, ja. Ist nur ein Besucher, schade eigentlich. So, na komm, hüpp. Ach nee, hier kommt noch einer. Plups, ist eingestiegen und hier fährt er ab. Letztes Mal habe ich es in die andere Richtung gemacht, also hier lang gelegt. Und da sind die dann entgegen Uhrzeigersinn gelaufen. Die Bahn. Und wenn man es gegen Uhrzeigersinn die Bahn verlegt, dann fahren sie im Uhrzeigersinn. Also das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Na gut. Ja, also Ausstattungsobjekte. Hier finden Sie eine große Auswahl an aufregenden Tourobjekten, mit denen Sie Ihre Besucher während der Fahrt in der Hochbahn oder den Jeeps beeindrucken können. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Klicken Sie auf zum Sortieren der Tourobjekte auf die Objekte. Schaltfläche Objektfilter. Die kennt man ja schon. Mit dem Objektfilter lassen sich Objekte schnell und einfach finden. Fortfahren. Durchsuchen Sie die Liste per Bildlauf und klicken Sie dann auf Tourobjekte. Hier hat man das, haben wir ja eben schon mal. Haben wir jetzt sogar nicht nur Inhalte, nicht nur Marine Mania und Zoo Tycoon 2, sondern auch Interrunchet. So, Tourobjekte. Das ist jetzt auf den Dings, auf den Statuen. Schauen wir, können wir keine Statue jetzt platzieren, dann können wir nur Tourobjekte. In der Liste werden jetzt ausschließlich Tourobjekte angezeigt. Je höher der Bekanntheitsgrad Ihres Zoos ist, desto mehr Tourobjekte stehen zu Ihnen zur Verfügung. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Klicken Sie auf die Fledermaushöhle und platzieren Sie diese in der Nähe Ihrer Hochbahnstrecke. So, dann gucken wir mal. Die können wir gleich hier vorne platzieren. Ziemlich am Ende, aber wir müssen diese drehen, damit sie in die Höhle reinschauen können. Müssen wir mal gucken. So, noch mehr. Nee. Da ist er. Ah, da. Jetzt ist die Öffnung hier vorne. Da platzieren wir jetzt mal hier. Bing. So, jetzt können sie da reinschauen. Gute Arbeit, die Besucher haben große Spaß daran, die Schwärme quiekender und flatternder Fledermäuse in der Höhle von der Hochbahn aus zu beobachten. Klicken Sie auf das Häkchen, um das Lernprogramm zu beenden. Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie das Lernprogramm zur Hochbahn abgeschlossen. Klicken Sie auf das Häkchen, um das nächste Lernprogramm zu starten, um mehr über das Erstellen von Jeeptouren zu erfahren. Im Prinzip ist die Schiebtour nichts anderes, als was wir jetzt mit der Hochbahn gemacht haben. Aber schauen wir mal rein. Und schauen mal, wie es da aussieht. Oh, ein Luchs, der säuft. Ein niedlicher Luchs. Lernprogramm 3, die Schiebs. Willkommen in diesem Lernprogramm. Wird erläutert, wie die Schiebstationen und Straßen platzieren und die Besucher Zoobesuchermodus mit Jeeps fahren können. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Fortfahren. Klicken Sie auf die Registrierkarte Transport. Blups. Schiebstation. Für jede Schiebtour muss mindestens eine Station errichtet werden. Klicken Sie auf die Schiebstation. Da haben wir sie schon. Platzieren Sie die Schiebstation zwischen den vier Blumenbeeten und drehen Sie mit Hilfe der Taste den Gebäudeeingang in Richtung des Weges, damit die Besucher die Station betreten können. Klicken Sie anschließend auf die gewünschte Stelle, um das Gebäude zu platzieren. Dann drehen wir erstmal das Gebäude. Halt, verkehrt. So rum.
und setzen sie hier zwischen die Blumenbeete. So. Gut gemacht. Anschließend erfahren sie, wie Straßen platziert werden. Klingt sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Dann gehen wir erstmal mit dem Boot ein bisschen hoch. Und ein bisschen rüber. So, damit gleich das andere Ende sehen. Klicken Sie auf die Straße, um diese zu platzieren. So. Klicken Sie in die leere Fläche zwischen den zwei Blumenbeeten neben der Stiebstation und ziehen Sie den Mauszeiger in Richtung der Straße in Dromedargehege. Klicken Sie anschließend darauf, um die Straße zu verbinden und den Rundkurs fertigzustellen. Machen Sie sich keine Gedanken über den Zaun, der Ihnen im Weg steht. Also einmal hier einklicken. Dann können wir ja den Weg ziehen. Auch schön hier im Bogen oder sonst was. Aber wir wollen ja in diese eine andere Richtung. Und wie man sieht, verwandelt sich der Zaun in ein Tor und wir können den Weg weiterziehen. Wer jetzt nicht Geld sparen will, der zieht nicht auf den neuen alten Weg drauf, sondern man setzt einmal davor. Bang. Und fertig. Gut gemacht. Sie haben den Straßenrundkurs fertiggestellt. Sie sehen, dass in den Zaun automatisch ein Tor für Fahrzeuge eingebaut wurde. Klicken Sie auf das Häkchen, um vorzufahren. Ja, wie gesagt, aber. So. Nachdem Sie den Straßenrundkurs fertiggestellt haben, ist Ihre Schiebstation jetzt betriebsbereit. Klicken Sie auf die Station, damit Sie Jeeps kaufen und die Besucher an Ihren Touren teilnehmen können. Sie müssen möglicherweise mit der rechten Maustaste klicken, um das Straßensymbol zu entfernen und den Mauszeiger wie gewohnt anzuzeigen. Damit schieben wir jetzt auch mal den Bildschirm her. Und jetzt können wir mal die Station anklicken. So. Klicken Sie zum Kauf von 5 Jeeps 5-mal auf die Schaltfläche ausgewähltes Fahrzeug kaufen. Hier ist die 1 hier, wie man schon sieht, Jeep Wrangler. Das ist eine der einzigen Lizenzen mit in diesem Spiel. So. Dann gucken wir mal, Fahrzeug kaufen. Da haben wir eins gekauft. Und da kommt er auch schon durch. Angefahren. So, dann warten wir mal ein bisschen ab. Nicht, dass alle hintereinander hier rumkutschieren. So. Ein bisschen auch ein bisschen Abstand ist. Das ist der zweite. So, der dritte. Wupp, fort ist er. Der vierte. Ja, so wird immer bekannt. Wir haben einen Stern. Schön. Da kommt vor nun los. Jetzt war er nach einer halben Stunde da auf dem Weg da. So, jetzt fährt er weiter. So, und der fünfte. Wenn Sie einen Jeep kaufen, wird er in der Station angezeigt und fährt dann auf der vorgegebenen Tourstrecke. Klicken Sie auf Fortfahren. Sie sehen, dass die Straße einen Fußweg kreuzt. Die Jeeps fahren dort automatisch langsamer oder bleiben stehen. Wie schon eben hier gesehen hier. Damit Fußgänger die Straße überqueren können. Dadurch können sie sich Staßböden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlagen, um eine Wegschranke zu platzieren. So. Klicken Sie auf die Wegschranke und hier platzieren wir hier jetzt an der Kreuzung zwischen Straße und Fußweg. Plups. Gute Arbeit. Die Wegschranke senkt sich automatisch, wenn sich ein Fahrzeug nähert, damit der Verkehr in der Kreuzung flüssiger läuft. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Sie können mit der Hochbahn oder mit einem Jeep fahren, um in den Jeep zu fahren, bis sie in den Zoobesuchermodus. Blups. Im Zoobesuchermodus können Sie jetzt auf einen Jeep zugehen und diesen einsteigen, indem Sie die Leertaste drücken. So, jetzt fährt jetzt ab. Gut, dann warten wir auf den nächsten. Da kommt ja. Ja, Mist. Leider können wir hier nicht einsteigen in den Jeep. Deswegen müssen wir das vor denen machen. Und plups. So. Gut gemacht. Lehnen Sie sich einen Moment zurück und genießen Sie die Fahrt. Klicken Sie auf das Häkchen, wenn Sie fortfahren möchten.
Gut, dann, ein bisschen dunkel jetzt war die Fahrt, aber hier sieht man ja den Dromedar hier in der Ecke. Ah, ja, hier müssen wir einhalten, durch wegen den Dromedar. Ah, nicht schlecht, der gerade hier durchläuft. Hier geht es jetzt die Hochstrecke hoch über die Schlucht. Die befindet sich in den Abenteuer Afrika, es befindet sich die Schlucht nicht. Dann sind, wie gesagt, ein paar andere Gehege mit drin. Aber sonst unterscheidet sich das überhaupt nicht. Wie gesagt, sieht ein bisschen etwas anders da aus als hier. Aber sonst ist dasselbe. Tut doch eher. So, jetzt halt mal hier an der Station an. Jetzt geht es in die nächste Gehege rein. In das Bison-Gehege. Hier sieht man hier hinten. Da muss sogar ja der Schieb warten, ja, weiterfahren können. Wir können am Glück, wir können durchfahren. Nein, wir müssen auch warten. Nein, jetzt doch nicht. Doch, dann doch wieder. Okay, unser Fahrer hupt. Und jetzt können wir weiterfahren. Die Besucher scheinen ja mächtigen Spaß zu haben. So, jetzt sind wir über die Schlucht drüber weg. In das nächste Gehege rein und schon sind wir wieder am Anfang. Was haben wir hier drin? Also Zingos oder was das sind. Jetzt müssen wir wegen dem Pfleger warten. Okay, jetzt können wir. Nee, noch nicht. Pfleger noch im Weg. Okay. Gut, und da sind wir wieder am Anfang der Tour. Und dann klickt man jetzt auch das Häkchen. So. Sitzplatz wechseln. Wenn Sie während der Fahrt in einem Jeep den Sitzplatz wechseln möchten, drücken Sie die dem gewünschten Platz entsprechende Taste. Drücken Sie zum Beispiel die 2, wenn Sie im Beifahrersitz Platz nehmen möchten. So, wir sitzen auf Platz 1, die Fahrerseite. Das machen wir Platz 2 mal. Das ist die Beifahrerseite. Im Jeep Wrangler können Sie auf den Plätzen 1 bis 4 sitzen und im Jeep Commander bei den Plätzen 1 bis 7. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Und dann nochmal ein kurz noch Info noch dazu. Im Abenteuer Afrika, war noch ein dritter Jeep mit dabei für die Plätze 1 bis 5. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, wie der genau heißt. Aber das spielt hier keine Rolle. Hier kann man nur, wir sitzen im Wrangler, wir können dann die Plätze 1 bis 4. Und je größer der Schieb, umso mehr Plätze hat man. So, ja, klicken fortfahren. Wenn Sie aus dem Schieb heraus Fotos von der beiziehenden Landschaft machen wollen, klicken Sie auf die Fotosafari-Ansicht oder drücken Sie die Taste C. Wir gucken jetzt uns auch mal von hinten an. Das ist unser Fahrer. Wir haben keinen Beifahrer mit dabei. Ah, nicht schlecht. Okay. Dann gucken wir auf der 1. So. Dann machen wir mal Fotosafari. Wir haben ja auch ein schönes Bild jetzt hier. Drücken wir auch gleich mal die Zinks. So, Leertaste und schon haben wir ein tolles Foto gemacht hier von den Bisons. Während der Fahrt mit der Hochbahn können Sie ebenfalls Fotos machen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um fortzufahren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht von oben, um die Ansicht zu ändern. Nochmal bei diesem Kameramodus. Da haben wir ja auch ein Tutorial gehabt. Man kann rauszoomen und reinzoomen. Und mit Leertaste macht man ein Foto, so wie man steht ja auch hier unten. Ja, man kann ziemlich weit reinzoomen, wie man so sieht. Ach so, ja, da fährt die Rolle runter. Okay, ja, also, hat man eben das Ding gesehen. Dingo oder was das war. Okay, er knurrt uns an. Ja, das ist nun mal eine Safari-Tour. So, und dann gucken wir da wir am Anfang wieder sind, gehen wir jetzt in die Ansicht von oben wechseln. Gucken wir uns von oben den Park an wieder. Jetzt werden wir uns die Auszeichnung erst zu ansehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zoo-Statistik oder auf Zoo-Eingang. Zoo-Eingang wäre hier. Aber wir drücken ja die Zoo-Statistik, geht dann nämlich nicht leichter. So, hier sieht man nochmal die Einnahmen und Ausgaben des Zoos.
Wir möchten aber die Zoo-Auszeichnung, deswegen drücken wir den Pokal. Im Fenster Zoo-Auszeichnung werden die Auszeichnungen angezeigt, die Ihr Zoo bisher erhalten hat oder noch erhalten kann. Außerdem erfahren Sie hier mehr über die jeweiligen Voraussetzungen für deren Erhalt. Zum Beispiel einen Mindestbesuch von 100 Besuchern und über die individuellen Fortschritte Ihres Zoos. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Wir haben ja jetzt keine Spielerauszeichnungen, da wir ja nur im Tutorial-Modus sind, brauchen wir ja keine Errungenschaften. Im Fenster zur Auszeichnung werden außerdem die Belohnungsobjekte angezeigt, die Sie sich verdienen können. Einige Belohnungsobjekte können nur im jeweils aktuellen Spiel verwendet werden. Durch die Dauerauszeichnung werden jedoch Belohnungsobjekte freigegeben, die Sie in jedem Ihrer Spiele verwenden können. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dauerauszeichnungen. Versuchen Sie durch das Sammeln aller angebotenen Auszeichnungen und Belohnungsobjekte zum erfolgreichsten Zoo-Tycoon aller Zeiten zu werden. Klicken Sie auf das Häkchen, um fortzufahren. Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie die Lernprogramme für Zoo-Tycoon 2 Endangered Species beendet. Mit allen nötigen Informationen ausgerüstet können Sie das Spiel jetzt in Ruhe erforschen. Zusätzlich zu den in den Lernprogramm vorgestellten neuen Funktionen enthält dieses Spiel 20 neue Tierarten, 20 neue Herausforderungen, 3 neue Kampagnen und eine Vielfalt aufregender neuer Objekte. Viel Glück! Probieren Sie die übrigen Lernprogramme aus, wenn Sie mehr über Zoo Tycoon 2 erfahren möchten. Lernprogramme sind durch das Buchsymbol gekennzeichnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche X, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Oh, wir haben sie noch nach dem Stand dazu bekommen. Wahnsinn! Zurück zum Hauptmenü. Jawohl. Das war also das Lernprogramm. Ja, dazu gehen wir auch jetzt mal von Endangered Species. Das nächste Lernprogramm wird die Marine Mania sein. Dann kommt noch die ausgestorbenen Tierarten. Und als African Adventure haben wir jetzt die Kampagne übersprungen, da wir die gleiche Kampagne mit den Sheeps jetzt eben auch nochmal hatten. Wie gesagt, es ist die gleiche Kampagne, nur mit einem anderen Zoo. Hier ist der Zoo zum Beispiel in der Wüste nach Osten und in Abenteuer Afrika ist der im Nordafrika Wüste. Also eigentlich das gleiche, Größe klein, einfach 100.000, okay. Dann sehen wir, wie sie Schiebstationen und Straßen platzieren und den Besuchermodus mit Schiebs fahren können. Das haben wir ja eben auch nochmal gemacht. Okay. Dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich. Wie gesagt, wenn ihr die Auflösung in Original haben möchtet, dann sagt bitte Bescheid. Ich werde das dieses berücksichtigen und die Auflösung dann ändern. Beziehungsweise, dann haben wir dann die Originalauflösung mit dicken schwarzen Streifen links und rechts. Und da müsst ihr, wie gesagt, sagt Bescheid und schreibt einen Kommentar dazu. Oder wenn ihr das so besser findet und so beibehalten wollt, dann okay. Mir ist es egal. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen erhöhen. Dann hier in den Spieloptionen wahrscheinlich hier kleiner nicht, aber ich werde dann hier größer stellen. Auf 1920 mit 1080 wahrscheinlich. Damit man das Bild ein bisschen kleiner wird. Damit man das ja ein bisschen größere Übersicht hat über den Zoo. Denn okay, dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nightrider.